Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ein festes Thema heute Nacht. Und das Thema heißt, ich vermisse so sehr Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, mit Leuten sprechen, die etwas oder einen Menschen sehr, sehr vermissen. Man kann den Menschen vermissen, man kann ein Tier vermissen, man kann die Gesundheit vermissen, man kann das Zuhause vermissen, man kann Geld vermissen und so weiter. Also wenn ihr irgendjemanden oder irgendetwas sehr, sehr vermisst und gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Es geht los mit Katja, und Katja ist 33 Jahre alt. Hallo Katja. Ja, hallo Jürgen. Hallo Katja. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Bist ja, ganz weit weg. Ich bin eigentlich schon ganz nah dran. Es geht auch jetzt im Moment. Ich habe es gerade am Anfang nicht gut verstanden. Okay, das liegt vielleicht daran, dass ich ziemlich fertig und traurig bin. Und normalerweise habe ich auch nicht immer ein ganz gutes Organ, aber wahrscheinlich versagt das im Moment etwas. Mhm. Also das Thema ist, ich vermisse so sehr. Ja, ich vermisse so sehr den Mann, mit dem ich 6 Jahre zusammen war und der am 10. Februar in meinen Armen morgens an einem Herzinfarkt starb, kurz nachdem wir zusammen geschlafen haben. Wie alt war er? 49 Jahre. Mhm. Kurz nachdem ihr zusammen geschlafen habt? Ja, direkt danach. Ist er in deinen Armen verstorben, an einem Herzinfarkt? Ja, so klischeehaft kann man das bezeichnen. Mhm. Ich habe eigentlich sonst auch immer gedacht, das sind so Dinge, die passieren irgendwie in schlechten Romanen oder in billigen Filmen, aber bestimmt nie in der Realität. Nur hatte er denn vorher Probleme mit dem Herzen? Das weiß ich nicht. Er ist der Typ Mann, der grundsätzlich alles, was seine Gesundheit anging, immer nur mit sich selbst ausgemacht hat. Mhm. Und er hätte es mir nie gesagt, einfach um mich nicht damit zu belasten. Mhm. Aber wenn man 6 Jahre zusammen ist, kriegt man ja schon so einen Gesundheitszustand, sollte man eigentlich so irgendwie mitkriegen von dem anderen. Dir ist nichts aufgefallen? Nein, also gerade dann, wenn du darauf ansprichst, würde ich sogar sagen, der hatte die Gesundheit von einem Ochsen. Mhm. Also er war nur am Arbeiten und eigentlich immer kennen. Ist er sofort verstorben oder hast du dann schnell den Notarzt angerufen und er ist noch in ein Krankenhaus gekommen? Also ich habe direkt danach, weil mein Vater Lehrer war an Schulen, also er selber hat Unterricht gegeben in erster Hilfe, deswegen wusste ich in etwa, was zu tun ist, wenn ein Herzstillstand da ist. Mhm. Ja, und woher weiß man das? Man kriegt mit, dass der Partner irgendwie zusammensackt und, also was hast du gemacht? Ich habe versucht, ihn wieder zu beleben. Ich habe halt Herzmassage gemacht. Intuitiv hast du das gemacht? Also intuitiv, glaube ich, habe ich erstmal nur geschrien und Panik gehabt. Und ist er denn noch ins Krankenhaus gekommen? Nein, ich habe dann natürlich einen Notarzt und auch einen Krankenwagen gerufen. Die kamen dann auch irgendwann. Das Schlimme daran war, die hatten sich erst total verfahren. Meine Wohnung liegt irgendwie ziemlich ungünstig auf einem oberhalb eines Parkplatzes, sodass der Rettungswagen gar nicht erst dazukommen konnte. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich da draußen stehe, völlig nackt, das ergab sich halt aus der Situation. Mhm. Und es regnete in Strömen. Mhm. Bis sie dann da waren, war es einfach schon zu spät. Dann konnte der Arzt nur noch bei euch zu Hause den Tod feststellen. Ja, mehr oder weniger. Also es waren ja unwahrscheinlich viele Leute hier. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten die hier plötzlich reinkamen. Mhm. Da wir alleine waren und wir nicht verheiratet waren, machten wir natürlich auch irgendwie die Kripo gleich mit und die Polizei und alles. Mhm. Das war wirklich wie in einem Film, wie in einem absoluten Horrorfilm. Mhm. Ihr wart 6 Jahre zusammen, sagst du? Ja. 6 Jahre ist ja eine lange Zeit. Mhm. Das Ganze ist am 10.2. passiert, was noch nicht lange her ist. Nee, überhaupt nicht. Hast du im Moment das Gefühl,
es schon begriffen zu haben, dass er tot ist? Oder glaubst du immer noch, es kann irgendwie nicht sein und die Tür geht auf und er kommt rein? Also, dass die Tür aufgeht und er reinkommt, das glaube ich definitiv nicht, weil, also soweit ist mir das schon klar. Ich habe ihn auch ein und zwei Tage danach in der Leichenhalle, in der er aufgebahrt war, nochmal besucht und ja auch berührt und gestreichelt, weil ich das brauchte, um zu registrieren, dass er eben nicht mehr da ist. Ja. Und, also der Sarg war geöffnet, sodass man ihn sehen konnte. Findest du das eine gute, hat dir das schon eine gewisse Hilfe gegeben, um dich zu verabschieden, dass du ihn auch nochmal als toten Menschen gesehen hast und anfassen können? Es hat mir einfach gezeigt, dass er wirklich nicht wiederkommt. Ja. Also, dass ich dieses Absolute erfassen konnte, diese Definitivität, dieses Nichtwiederkommens. Dieses Nichtwiederkommens einfach, ja. Wie sieht das denn dann jetzt im Moment so aus? Gehst du beispielsweise täglich zum Friedhof? Da ich kein Auto habe, kann ich nicht täglich gehen, aber ich gehe so oft, wie ich kann. Und also er hatte eigentlich so ziemlich den gleichen Glauben wie ich auch, der im Endeffekt daran besteht, dass ja der Körper zwar die Hülle der Seele ist, aber wir haben beide geglaubt, dass mit dem Tod die Seele nicht unbedingt gestorben ist. Was glaubst du, wo seine Seele ist? Eine gute Frage. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sogar zweifelig bei mir ist. Es gab da so ein paar Momente, wo ich wirklich auch versucht habe, mich umzubringen, wo ich auch wirklich mit diesem Gedanken gespielt habe, weil er mir eben so wahnsinnig fehlt und ich ohne ihn einfach nicht mehr ein- und aus weiß. Und es kam immer komischerweise irgendwas dazwischen. Vielleicht will es, oder ich bin fast sicher, dass es seine Seele nicht will, dass du dir auch das Leben nimmst. Ja, dessen bin ich mir auch absolut sicher. Also, das weiß ich auch, weil er da auch immer von geredet hat, dass er sich nichts mehr wünscht. Wir waren ja nun mal 17 Jahre auseinander und... Ach, ihr wart schon mal 17 Jahre auseinander? Ja, und es war so von Anfang an klar, dass er zuerst gehen würde. Ach so, du meinst von der Jahreszahl wart ihr 17 Jahre auseinander. Ja. Vom Alter her, jetzt verstehe ich. Ja. Nur, dass es natürlich so schnell gehen würde, damit hatte weder er noch ich gerechnet. Und Kinder habt ihr keine gemeinsam? Nein, er hat einen Sohn von 22 Jahren und ich habe einen Sohn, der wird jetzt 12. Der auch für mich so, der einzige Grund ist, warum ich eigentlich noch hier bin, der mich so zurückhält. Das heißt, du kümmerst dich auch sehr viel um den Jungen? Soweit ich kann, ja. Aber der lebt nicht bei dir, der Junge? Er ist in der Woche nach dem Internat und er ist am Wochenende und in den Ferien da. Und von daher, an den Wochenenden versuche ich natürlich so ein bisschen die Trauer und das Ganze wegzustecken. Und mit wem kannst du trauern? Mit zwei, drei sehr guten Freunden und mit meinen Eltern. Und auch selbst für mich alleine, wenn ich immer in seinem Grab bin. Hast du oder habt ihr früher mal so über den Tod gesprochen? Oder war das eher so weit weg, dass man gar nicht das thematisiert hat? Ja, wir haben sogar erst zwei Monate bevor er starb darüber gesprochen, weil wir auf der Beerdigung eines Bekannten waren, der also auch ein Unbegräbnis hatte, der also auch verbrannt wurde. Genauso wie er dann auch sagte, ich möchte das auch gerne genauso, ich möchte auch keine Erdbestattung, sondern eben eine Feuerbestattung und nur ein Begräbnis. Ironischerweise, zwei Monate vorher waren wir zusammen da und ich kann mich noch erinnern, wir standen da wirklich und haben uns auch umarmt und das war so ein sehr intimer Moment. Hast du deinen Wunsch dann erfüllt, dass er dann auch verbrannt wurde? Der Wunsch wurde insofern erfüllt. Er war noch verheiratet aufgrund steuerlicher, finanzieller Geschichten, obwohl er seit 10 Jahren von seiner Frau getrennt lebt, die ihn damals vor 10 Jahren betrogen hat, aber immer noch verheiratet war mit ihr, die das dann natürlich durchgesetzt hat.
die auch anfangs mit mir und meinen Eltern auch zusammengearbeitet hat. Also wir haben alles zusammen, sowohl die Todesanzeige, die Form des Begräbnisses und so weiter zusammen bestimmen können. Nur sobald es dann irgendwie an das Finanzielle ging, ist das auch wieder total klassisch, wie eben in diesem billigen Roman und Film, dann kam der Streit auf. Ne? Dann war einfach Schluss mit lustig und sie interessierte dann nur noch das Finanzielle und aber nicht mehr das, was er wollte. Ist jetzt, es gab eine Urnenbestattung. Ja, die gab es. Aber es gibt zum Beispiel so Dinge, ich stelle gewisse Dinge aus seinem Grab und komme zwei Tage wieder hin und die sind dann einfach weg. Ne? Ja, das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Das absolut. Ist schrecklich. Du hast gerade gesagt, dass du ein paar Menschen hast, mit denen du trauern kannst. Das finde ich wichtig. Dass du nicht ganz alleine bist und das nicht alles in dich hinein mit dir alleine ausmachen musst. Ja. Aber dennoch ist der Schmerz da und dennoch ist die Sehnsucht da und das Vermissen ist da, wenn man so lange zusammen war. War es eine große Liebe? Absolut. Mhm. Das war die Liebe meines Lebens. Mhm. Absolut. Mhm. Du bist 33 Jahre jetzt alt, noch sehr jung. Ja. Das ist ja auch so, er starb in meinen Armen und jedes Mal, wenn ich nachts ins Bett gehe oder abends und wenn ich morgens aufwache, dann sehe ich ihn neben mir liegen und ich rieche ihn, ich spüre ihn, ich höre ihn. Es ist ja auch irgendwie Wahnsinn, dass ihr dann auch noch vorher miteinander geschlafen habt. Und, dann passiert das. Ja. Dieses Bild und diese Erinnerungen an all das, was du wahrscheinlich nie loswerden. Ja, natürlich nie. Nee, das, ja, die Angst habe ich auch. Ich habe auch die Angst davor, wenn ich tatsächlich nochmal irgendwann, was ich in 3-4 Jahren jemanden kennenlerne, dass diese Angst einfach immer da bleibt. Dass es einfach Bilder sind, die immer wieder hochkommen. Liebe Katja, ich würde gerne gerade auch, um mal darüber zu beraten, wie man diese Angst im Vorhinein bekämpft, würde ich gerne, dass du eine Weile noch mit meiner Psychologin sprichst. Bist du damit einverstanden? Ja, auf jeden Fall, Sehr schön. Dann würde die Elke, sie ist heute Nacht hier bei mir, dich jetzt gleich zurückrufen. Ja, okay. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Kraft. Ja, ich dir auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich vermisse so sehr. Wenn ihr jemanden oder etwas sehr vermisst und mir gerne darüber erzählen wollt, dann ruft mich an 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Tom, und Tom ist 18 Jahre alt. Hallo Tom. Hallo Domian. Hallo Tom, was vermisst du? Ich vermisse den Status der Obdachlosigkeit. Den Status der Obdachlosigkeit? Ja, es ist so, ich war jetzt 1,5 Jahre wohnungslos. Und wohnungslos? Ja, also auch schon richtig obdachlos, kann man sagen. 1,5 Jahre? Ja. Mhm. Und bin jetzt seit Februar in meiner eigenen Wohnung. Mhm. Komme immer noch nicht richtig damit klar, mit der, mit dem Eingesperrtsein teilweise. Ach, du empfindest die Wohnung, deine eigene Wohnung, als Eingesperrtsein? Ja. Es ist so alles so, es fällt mir alles auf den Kopf. Ich kann nachts nicht richtig schlafen, also durchschlafen schon gar nicht. Wenn ich nachts wach bin, ich muss raus, eben 1-2 Stunden laufen, muss in die Wohnung reingucken, um mich wieder ein bisschen zurückzuversetzen. Wie kam es, lass uns noch mal ein bisschen zurückblättern, wie kam es, dass du obdachlos geworden bist in sehr jungen Jahren? Ja, ich bin mit 16, bin ich zu Hause ausgezogen. Ausgezogen oder einfach abgehauen? Ausgezogen. Ausgezogen. Mhm. Bin dann in die Obhut des Jugendamts gekommen. Mhm. Bin in eine Jugendschutzstelle gegangen. Das heißt, es gab Ärger, Probleme mit den Eltern? Ja, ich hatte Probleme mit meiner Mutter, mit meiner Schwester. Ja. Das habe ich zu Hause nicht mehr so ausgehalten. Bin dann in eine Jugendschutzstelle gegangen. Mhm. Von dort aus kam ich in eine teilbetreute Wohngruppe vom Jugendamt. Mhm. Und dort hat man dann festgestellt, dass ich alles wohl noch nicht so ernst nehme, was um mich herum passiert. Und man hat dann, ich zitiere jetzt wörtlich, zu mir gesagt, ich soll merken, dass es um meinen Arsch geht. Mhm. Und soll das dann nur auf der Straße lernen. Aha, das heißt, das Jugendamt hat dich quasi auf die Straße geschickt? Ja, mit 17 Jahren.
Und dann war das so, dass du keine Unterkunft, kein Zuhause hattest und warst ein klassischer Obdachloser mit 17 Jahren? Ja, also man hat mir eine vorzeitige Einweisung in ein Wohnungslosenheim gegeben, was eigentlich erst ab 18 möglich war. Ja, und dann bin ich in dieses Wohnungslosenheim gegangen, kam da nicht so richtig zurecht, weil ich mit den Leuten nicht so wirklich was zu tun haben wollte. Und bist dann richtig danach dann richtig auf die Straße gegangen? Klassisch, hast du auf der Straße gepennt, hast gebettelt auch? Ich habe die erste Zeit betteln müssen, ja, weil ich vom Staat keine Unterstützung bekommen habe, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und um nicht die ganze Zeit auf der Straße zu sein, war ich zwischendurch schon bei der Bundeswehr mit 17. Bei was? Bei der Bundeswehr was? Bei der Bundeswehr war ich mit 17, als Grundwehrdienstleistender. Ja. Und ja, das ging auch nur knapp einen Monat für mich. Dann hieß es, ich wäre wohl noch nicht reif genug dafür. Und ja. So, dann auch, also ich merke schon ein Hin und Her. Ja. Ne? Ein sehr unbeständige Jahre liegen hinter dir. Wie kam es denn dann dazu, dass du diese Wohnung jetzt bekommen hast, die du jetzt hast? Wer hat dir das organisiert? Da habe ich mich selbst drum gekümmert. Ich wollte unbedingt von der Straße runter. Warum? Ich wollte nicht mehr so den ganzen Tag nicht wissen, wo ich hin soll. Und ja, dann habe ich im Dezember vom Sozialamt den sogenannten 1-Euro-Job zugewiesen bekommen, als Maler und Lackierer. Und dann habe ich in der Zeitung geguckt nach Wohnungen und habe dann diese Wohnung gefunden. Und die hast du mit Hilfe des Sozialamtes auch dann finanzieren können? Oder kannst du sie finanzieren? Ja, also ich kriege vom mittlerweile Arbeitsamt, kriege ich Miete bezahlt, kriege mein Hartz IV. Und ja. So, jetzt würde jeder Mensch, und ich auch, im ersten Moment, ich habe das ja gerade am Anfang gar nicht kapiert, wie du es gemeint hast. Jetzt habe ich erstmal deine Vergangenheit so ein bisschen grob verstanden, sagen wir es so. Würde man ja sagen, Mensch, eigentlich müsste der doch glücklich sein. Der ist von der Straße runter, ihm hat das auf der Straße auch nicht gefallen. Aber jetzt fühlt er sich auch wieder nicht wohl in seiner Wohnung. Wie kommt das? Ja, ich sag mal so, es hat mich über anderthalb Jahre auf der Straße doch schon gefühlsmäßig sehr kalt gemacht. Das habe ich gemerkt mit meiner letzten Freundin. Da, ja, ich konnte nie Gefühle zeigen. Ja, und dann... Ja, aber umso wichtiger doch, dass man sagt, ich will von der Straße weg und ich will das jetzt alles wieder irgendwie, dass es in Lot kommt. Ja, ich will es ja auch auf jeden Fall schaffen, wieder einen normalen Status zu erreichen, also auch vom Gefühl her. Aber dennoch ist sowas wie eingesperrt sein, so ein Gefühl ist da. Ja. Obwohl der Kopf dir die Ratio sagt, eigentlich ist es gut, dass ich jetzt die Wohnung habe. Ja, ich weiß, dass es gut ist, dass ich die Wohnung habe, weil ich weiß jetzt, wo ich auch hin kann, wenn ich mal nichts zu tun habe. Aber ja, es ist einfach, wenn ich abends schlafen will, ich kann so gut wie gar nicht schlafen, deswegen gucke ich eigentlich auch jede Nacht eine Sendung. Und ja. Weißt du, Tom, ich denke, du bist ein junger Typ von 18 Jahren. Du wirkst eigentlich, finde ich, so von der Sprache, vom Erzählen her, als sehr vernünftigen Kerl. Eigentlich müsstest du doch, wäre es doch gut, wenn du jetzt so mal darüber nachdenken würdest, wie will ich meine Zukunft leben? Was sind meine Träume? Wie könnte ich es schaffen, meine Träume zu realisieren? Was ist dein Traum? Ja, mein größter Wunsch, den ich im Moment eigentlich habe, ist eine Partnerin zu finden, die mir auch zur Seite steht, mit der ich auch mal reden kann, dass ich praktisch so eine kleine Schulter habe. Ja, das heißt, du fühlst dich auch ziemlich einsam. Ja, schon sehr einsam. Also ich baue zwar jetzt wieder den Kontakt mit meinem Vater auf, aber ja. Traum auch noch in eine andere Richtung. Du hast ja nichts gelernt bisher. Und, genau. Und hast was? Du hast auch keinen Schulabschluss oder hast du einen Hauptschulabschluss? Ich habe Realschulabschluss. Realschluss sogar. Ja. Was wäre beruflich so dein Traum? Erstmal ohne die Überlegung, ob das auch realisierbar ist. Wenn du so einfach einen Wunschtraum hättest, was wäre das? Mein absoluter Wunschberuf ist
Kraftfahrzeug Mechatroniker. Weil welche Voraussetzungen braucht man dafür? Realschulabschluss. Den hast du ja? Ja. Und am besten wäre natürlich, wenn ich auch meine Vergangenheit irgendwie noch decken könnte. Jetzt so mit der Wohnungslosigkeit und allem. Weil, ja, ehemals Wohnungslosen nimmt man halt nicht so gerne als Arbeiter auf. Nee, aber wenn man mitbekommt, wenn du bist ja noch so super jung gewesen, als du wohnungslos warst. Und wenn man mitbekommt, der ehemals Wohnungslose hat sein Leben jetzt wieder im Griff, dann hast du auch deine Chance. Und ich glaube, manchen Arbeitgeber wird auch Respekt dann davor haben, dass du es geschafft hast. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass du auch große Probleme überhaupt, wahrscheinlich bedingt auch durch die familiäre Situation früher, mit dir selbst hast. Ich fände es eigentlich gut, wenn du, sage ich dir jetzt so, wenn du dir auch noch eine, also parallel zu deinen eigenen Bestrebungen, auch noch eine professionelle Hilfe suchen würdest. Jemand, der dir so zur Seite steht bei der Planung deines Lebens. Ja, deswegen möchte ich ja gerne eine Partnerin haben. Ja, ich finde, das sollte jemand Neutrales sein. Die Partnerin kann ja auch noch dazukommen. Ich fände es gut, wenn das ein Psychologe wäre, wo du einmal in der Woche hingehst und wo ihr auch alles so ein bisschen bequatschen könnt, was früher war und wie es weitergehen soll. Damit du einen Rückhalt hast. Ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck, dass du so wenig Rückhalt hast und dass man dir einfach zur Seite stehen muss. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe schon mal eine stationäre Therapie gemacht. Und das war, um vom Alkohol wegzukommen. Und gleichzeitig mit Vergangenheitsbewältigung. Ja, und ich bin vom Alkohol weggekommen. Ja. Nur die Vergangenheit konnte ich noch nie so richtig bewältigen. So, aber das kann man auch noch schaffen. Und ich will dir mal sagen, wenn du das denn mal schaffst, nimm mal an, wenn du mit 19, 20 das geschafft haben solltest, bist du schon so erfahren und hast schon so viele Sachen hinter dir, du steckst alle anderen 20-Jährigen in die Tasche mit deiner Lebenserfahrung, die du dann hast. Das ist schlimm, was bisher alles so gelaufen ist und problematisch, aber das Gute daran ist, dass du daran reif wirst und sehr viel daraus ziehen wirst können für später, für dein späteres Leben. Du musst nur jetzt wirklich auch am Ball bleiben. Weil ich wirklich glaube, dass du ein vernünftiger Kerl bist. Das sage ich dir nicht, um dir jetzt Honig um die Nase zu pinseln. Ich würde es dann auch nicht sagen, wenn ich es nicht denken würde. Ja. Ich würde dir gerne noch von meiner Seite aus, auch von unserer Seite aus, noch ein paar Tipps geben, wo du dir vielleicht auch noch zusätzlich etwas Unterstützung und Hilfe holen könntest. Dann kannst du selbst entscheiden, ob du es machst und ob du es in Anspruch nimmst. Ja, ich hatte auch in einer E-Mail geschrieben, dass ich gerne ein paar Tipps entgegennehmen würde. So, dann machen wir das auch so. Dann wirst du gleich jetzt im Laufe der nächsten halben Stunde von meiner Psychologin zurückgerufen und dann bekakelt ihr noch ein bisschen weiter, was zu tun ist, okay? Ja. Dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, Tom. Und ich glaube, dass du es schaffen wirst. Ich bin da optimistisch. Ja, vielen Dank. Und nochmal Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unseren Samstag. Der rückt ja näher. Wir haben jetzt schon Donnerstagnacht. Samstag ist Promi-Tag bei Domian. Wer besucht mich am Samstag? Kein geringerer als der Erfinder des Täglich-Talks in Deutschland, der irren Erfolg damals damit hatte und den Täglich-Talk etabliert hat in Deutschland, Hans Meiser. Und zurzeit eben noch sehr erfolgreich bei RTL auf dem Sender ist mit Notruf. Wenn ihr euch gerne mit Hans Meiser auch unterhalten wollt, wenn ihr ihm Fragen stellen wollt, wenn ihr mit ihm diskutieren wollt, dann meldet euch doch am besten jetzt schon per Mail bei uns an unter domian@wdr.de. Die Sendung beginnt Samstagabend um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen. Samstagabend 23.45 Uhr Hans Meiser zu Gast bei Domian und ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen und euch jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de. Daniela ist hier. Daniela ist 22 Jahre. Hallo Daniela. Hallo Daniela. Ja, guten Hallo. Morgen. Hallo Daniela. Ja, unser Thema heißt, ich vermisse so sehr. Ja. Was vermisst du so sehr? Ich vermisse meine Eltern. Die haben sich vor schon einigen Jahren beide das Leben genommen. Vor einigen Jahren? Ja, also ich bin jetzt 22. Mein Vater, da war ich 10 und bei meiner Mutter, da war ich 12. Und beide haben sich das Leben genommen? Ja. Warum? Also mein Vater war schwer depressiv, der hatte keine einfache Kindheit und war damals auch bei der Berufsfeuerwehr. Mhm. Natürlich sehr viel Leid und mitbekommen.
Und da er halt nicht auch sehr empfindlicher Mensch war, hat ihn das sehr mitgenommen und daraufhin ist er halt krank geworden, war ziemlich lange in Therapie, in Kur und das wurde aber immer schlimmer und war dann auch hier zu Hause, ist dann halt wieder nach Hause gekommen und war dann hier auch in der Klinik. Und wie hat er sich dann das Leben genommen? Ja, also er war in der Klinik und durfte halt mal ab und an nach Hause und man wusste, dass er suizidgefährdet ist. Aber irgendwann war er wohl nicht oder hat in irgendeinem Augenblick gefunden, wo er nicht beobachtet worden ist, ist dann in der Klinik auf die Toilette gegangen und hat sich dort erhängt. In der Toilette? Ja. Wie also das ist das, was mir meine Oma erzählt hat. Ja. Wie kann man sich in der Toilette erhängen? In der Klinik? Er hatte doch wahrscheinlich gar keine Sachen dafür. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht erfahren. Ich war später nochmal da, aber ich habe das nicht weiter nachgefragt. Das ist ja schon ein ganz wahnsinniger Schock für ein Kind, wenn man das erfährt. Und 2 Jahre später hat die Mutter sich auch umgebracht. Ja, also meine Mutter. Warum? Ist folgend auf den Tod von meinem Vater ziemlich durchgedreht. Erst war sie halt immer nur in Diskotheken, war nachts immer weg. Die Kinder waren alleine. Also ich habe noch eine ältere Schwester, 2 Jahre älter. Und einen 10 Jahre jüngeren Bruder, der war damals erst 1 Jahr alt. Meine Schwester hat sich dann zum größten Teil um meinen Bruder gekümmert. Und ich war so mit mir selber beschäftigt und war damals auch ziemlich aggressiv und hatte ziemliche Probleme mit meiner Mutter. Und irgendwann ist das dann bei meiner Mutter, die ist halt nur, um nicht an den Tod von meinem Vater zu denken, immer nur weg und in Diskurs und hat uns allein gelassen. Und Daniela, ich unterbreche ihn kurz. Ich lese ja gerade, dass wir im Fernsehen einen sehr schlechten Ton haben. Ja. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Kollegen in der Technik sind schon heftig am Basteln. Also wir bitten das zu entschuldigen. Im Moment wissen wir noch nicht, woran das liegt. Also deine Mutter ist mit der Selbsttötung deines Vaters nicht klargekommen. Genau. Und die ist dann halt, danach hat das dann umgeschwankt nach einem halben Jahr und dann hat sie halt nur noch im Bett gelegen. Ist kaum noch aufgestanden, hat sich gar nicht mehr um uns gekümmert, hat sich nicht mehr im Haushalt, wir sind nicht mehr zu meiner Großmutter gefahren. Und wir sind in der Zeit, haben wir auch woanders gewohnt. Sie ist damals mit uns umgezogen aufs Land. Mhm. Und da waren wir total abgeschottet von Freunden und Bekannten. Irgendwann hat sich keiner mehr gemeldet. Wie hat deine Mutter sich dann das Leben genommen? Ja, und wir wollten dann halt wieder zurück in unsere Heimatstadt, in unsere alte Umgebung ziehen. Und es war auch schon alles geplant, Umzug und so. Meine Geschwister waren schon in Aachen, also zu Hause bei meiner Oma. Und ich bin dann halt nach der Schule nochmal nach Hause gefahren und habe meine Mutter dann gefunden. Die hat sich auch erhängt. Auch erhängt, mein Gott. Du hast sie gefunden? Ich habe meine Mama gefunden, ja. Also die hatte so über der Türklinke in ihrem Schlafzimmer halt irgendwie so ein Gürtel, ein Band, irgendwas. Und ich dachte, irgendein Möbelstück daran befestigt, damit das nicht umkippt. Und habe dann irgendwie, aber weil es neugierig war, versucht, die Tür aufzumachen. Da warst du, das sagen wir doch mal, da warst du zwölf. Da warst du 12 Jahre und siehst deine eigene Mama erhängt, nachdem der Papa sich 2 Jahre vorher auch erhängt hat. Ja, genau. Wie verkraftet man als Jugendliche so einen Horror? Gar nicht. Gar nicht, bis heute nicht. Bis heute nicht. Nun sind 10 Jahre vergangen, 12 Jahre vergangen. Ja. Machst du deinen Eltern Vorwürfe? Ein bisschen teilweise, also es hat sich bei mir jetzt erst in den letzten Jahren eine Wut entwickelt, so dass, weil viele Probleme aufgetreten sind und wir eine schwierige Kindheit danach hatten. Aber zum größten Teil kann ich es irgendwie nachempfinden, weil ich halt letztes Jahr ziemlich krank war, auch ziemlich starke Depressionen hatte. Und dieses, was man so von Depressiven oder Selbstmordgefährdeten hört, oder diesen Tunnelblick, den hatte ich halt letztes Jahr auch. Also den hatte ich dann auch und war auch an einem Tag soweit. Aber ich habe mich nicht umgebracht. Konnte ich die dann noch besser verstehen. Ja. Machst du deiner Mutter insofern Vorwürfe, dass sie hätte sich ja auch gezielt behandeln lassen können, weil sie ja auch Verantwortung zu tragen hatte. Sie natürlich. Hat drei Kinder, das muss man ja sich mal vorstellen. Ja, also von den Kindern ist das alles so ferngehalten worden. Natürlich haben Freunde und meine beiden Omas, die das andauernd gesagt, du brauchst, hol dir Hilfe, einen Therapeuten, aber das hat sie alles nicht gemacht. Und das
ziemlich drauf eingegangen. Hat sie eine Nachricht, einen Brief, irgendetwas für euch hinterlassen? Also ich habe immer gedacht, nicht, aber ich habe halt vor ein paar Wochen was gefunden bei meiner Oma in den Unterlagen, weil sie ins Altenheim gekommen ist. Ja. Und da war ein Umschlag, ein ganz zerknitterter Umschlag, wo einfach nur drauf steht: Ich kann nicht mehr, bitte sorgt euch um die Kinder, ich bin es nicht wert. Das war alles, was meine Mama hinterlassen hat. Mein Vater hat gar nichts hinterlassen. Ich habe jetzt aber daraus gehört, was du gesagt hast, dass du dass es schon deinen Eltern verzeihst, wenn auch du... Also ich kann das halt ziemlich gut nachempfinden, dass man sich so alleine fühlt und so, ja, so ungeliebt und so alleine fühlt und den Herzenswunsch hat, wieder bei seinem Partner oder weiß nicht, was ist. Und deswegen, und ich fühle mich halt im Moment auch ziemlich alleine und gerade wenn es mir nicht gut geht, habe ich halt auch den Wunsch, ach komm, mach Schluss mit dem ganzen Scheiß hier, bring dich um, dann kommst du endlich wieder zu deiner Mama und zu deinem Papa. Aber das ist halt diese so eine Traumwelt, die ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe. Ja, das ist wirklich eine Traumwelt. Als wenn, wenn ich dann wieder ein kleines Kind wäre und meine Mama kommt, mich in den Arm nimmt und mich tröstet. Also das, die Sendung heißt ja, ich vermisse so sehr. Natürlich vermisst du bist ja auch noch sehr jung, auch 22 erst, schon das Gespräch mit den Eltern und die Nähe halt und das. Die ganze Jugendzeit, also ich habe mir halt immer so gedacht, so mit 16 und so, da hätte ich so meine Mutter so gern so gut gebraucht und hätte mit ihr über Sachen mich unterhalten. Ich weiß nicht, ob es so gekommen wäre, aber das. Ja, man denkt sich das so. Dann kriegt man das vielleicht von Freunden mit, die ihre Familie haben. Und genau, die dann mit ihrer Mama zusammen in die Stadt gehen, Kaffee trinken, quatschen. Meiner Oma konnte ich das nicht. Sie hat halt immer nur gesorgt und gekümmert, aber so. Ja. Bist du denn oder seid ihr Kinder denn danach? Ich finde, wäre ja nur wirklich nötig gewesen, in eine richtige Therapie, zu einem Psychiater, zu einem Psychologen gekommen? Also ich war damals nur von einer Freundin von meiner Mutter bei so einer Erwachsenenpsychologin, da war ich 5 Minuten drin, dann hat sie mich wieder, hat gefragt, wie es mir geht und weiß ich nicht was und das hat mir nichts gebracht und letztes Jahr bin ich halt so krank geworden, dass ich Angst- und Panikattacken hatte, nicht mehr schlafen konnte und allein sein konnte, dass ich dann in eine Tagesklinik gekommen bin und da war ich dann auch 4 Monate lang. Ich nehme halt jetzt Antidepressiva schon seit ziemlich langer Zeit und diese Angst- und Panikattacken sind jetzt weg und habe da natürlich auch viel gelernt, weil so an meinem Selbstbewusstsein, das war nicht sehr groß. Aber eigentlich müsste ja noch mehr gemacht werden, ne? Du kannst ja auch nicht auf Dauer Antidepressiva nehmen, das ist ja auch schon... Natürlich, natürlich. Also ich bin jetzt auch auf der Suche nach einer Verhaltenstherapeutin, aber die Wartelisten sind lang. Die sind lang, Und ich würde dir aber auch gerne noch eine Beratung anbieten von unserer Seite aus. Gerne. Es kann ja nicht schaden, dass du vielleicht da auch noch einen Gedenkanstoß kriegst oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das schon ein sehr hartes Schicksal, finde ich. Und, was für mich halt immer wichtig ist, dass ich irgendwie mich so alleine fühle. Und was heißt gern? Ich meine, das Thema ist hart, aber schon, weil ich nicht viele kenne in meinem Alter, die sowas schon mal erlebt haben, irgendwie durch Selbstmord oder weil ich die Menschen verloren habe. Hast du den Kontakt zu deinen Geschwistern? Ja, habe ich. Ist der gut, der Kontakt, oder ist es irgendwie... Doch, der ist schon gut. Also mein Bruder, der war eine Zeit lang im Heim und lebt jetzt aber bei meiner Schwester. Die kümmert sich um den. So, jetzt rufen wir dich nochmal an. Ja. Und versuchen dir auch noch ein bisschen Hilfestellung zu leisten. Vielleicht klappt es ja. Ja, okay. Alles Liebe, alles Gute von Herzen. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das war Daniela. Und jetzt frage ich meine Regie, mit wem es weitergeht. Mit Thülay. Thülay ist 28 Jahre alt. Hallo Thülay. Hallo. Was vermisst du, Thülay? Und zwar vermisse ich meine Sehkraft so sehr. Deine Sehkraft? Ja. Das heißt, du kannst nicht mehr gut gucken oder bist blind? Blind nicht. Also nicht ganz blind. Ja. Wie viel kannst du noch sehen? Beschreib's mal. Siehst du noch so Konturen, also Umrisse, wenn du rausgehst? Ja, Umrisse, ja, sehe ich noch. Also Gesichter kann ich gar nicht mehr erkennen. Das ist ganz verschwommen. Nicht mal verschwommen. Ich weiß gar nicht, wo das Gesicht ist. Also überhaupt. Ist das eine Erkrankung, eine Augenerkrankung? Ja. Mhm. Seit wann? Du bist ja 28. Seit wann hast du das? Das habe ich jetzt sehr stark seit 6 Jahren. Aber vor so ungefähr 10 Jahren konnte ich gut sehen. Also so normal lesen, schreiben. Mhm. Und es hat sich dann verschlimmert? Hat sich verschlimmert. Jetzt seit 6 Jahren ganz schlimm. Was ist das für eine Erkrankung? Weißt du den Namen? Das ist eine Retinitis pigmentosa. Mhm. Und dagegen kann man nichts tun? Also jetzt momentan nicht. Also
Also die sind da irgendwie an einem Mikrochip da am Erforschen. Mhm. Aber wenn die erst am Erforschen sind, dann dauert das ja in der Regel noch lange, ehe das dann noch... Genau, also das dauert, also ich war vor kurzem in der Universität Köln, da haben die mir gesagt, dass es noch 10 bis 15 Jahre dauert. Ach du liebe Zeit. Ja. Heißt das denn, dass die Krankheit auch jetzt immer weiter fortschreitet? Genau, und die schreitet langsam weiter fort. Bis dahin, dass du ganz erblindest? Ja, genau. Mhm. Also da löst sich immer mehr und mehr die Netzhaut löst sich dann. Ja, ab. Und da kann man nichts operieren, nichts mit Medikamenten machen, gar nichts. Nee. Das heißt, du sitzt da und musst das über dich ergehen lassen. Ja, und ich vermisse eben das ganze, also Schule. Erinnerungen sind da, wie ich da zur Schule gegangen bin. Was machst du denn überhaupt im Moment? Jetzt im Moment gar nichts. Gar nichts. Hast du einen Freund oder bist du verheiratet? Verheiratet bin ich, ich habe drei Kinder. Du hast drei Kinder? Ja. Aber dann ist es doch wahrscheinlich, stelle ich mir vor, auch sehr schwierig, den Haushalt zu führen und all das zu machen im Alltag. Das ist auch sehr schwer. Du kannst doch auch nicht alleine einkaufen gehen, ne? Nee. Ich habe Gott sei Dank meine Geschwister, ich wohne im gleichen Haus. Mhm. Die sind bei mir, also die helfen mir. Mhm, mhm. Ja. Und ja. Wie alt sind deine Kinder? Die älteste ist, die wird 9. Mhm. Und die andere ist 3. Oh, das ist natürlich, die macht noch viel Arbeit, ne? Ja. Mhm. Du kannst ja auch dann nicht mal kochen, ne? Wenn du es nicht siehst, was du da machst. Kochen schon noch. Also ich sag mal so, dass man sich so einige Dinge so angewöhnt hat, also mit Messbecher umzugehen. Mhm. Und verstehe. Überhaupt jetzt so. Mhm. Wie geht dein Partner, dein Mann damit um, dass die Ehefrau immer mehr erblindet? Ich weiß nicht, ganz normal. Er nimmt das schon so hin, wie es ist. Ja. Also hat das nicht zusätzlich noch Probleme in eurer Beziehung ergeben? Nee, eigentlich nicht, nee. Und hast du den Eindruck, dass er dich genügend unterstützt auch? Ja. Also, wie groß ist deine Angst vor diesem Moment, irgendwann gar nichts mehr sehen zu können? Sehr groß. Also, glaube ich. Ich sitze manchmal da und denke nach und dann sitze ich da wirklich auch heulen. Mhm. Ich weiß nicht, also ich hatte vorher ein ganz anderes Leben und jetzt, als ob man so in zwei Welten wäre jetzt. Ja, klar, ja. Ich wollte gerade noch fragen, das habe ich nicht gemacht. Es hilft auch keine extrem starke Brille mehr oder sowas. Nee, gar ich hatte nichts. Also vorher eine Brille, die hat noch geholfen. Also so lesen konnte ich damit. Dann hatte ich später eine Lupe und Kontaktlinsen, aber die helfen irgendwie gar nicht mehr. Also ob ich sie jetzt trage oder nicht, ich sehe im Prinzip gleich. Nimmst du denn noch Farben wahr oder auch nicht mehr? Nicht immer. Also ich sag mal, schwarz auf weiß sehe ich. Also so, auch nur ganz, wenn das so, ich sag mal, wenn ich mir jetzt eine Nummer notieren muss, dann muss ich schon ein Edding nehmen dafür. Mhm. Das fühlst dann, ne? Ja. Ja. Gibt es etwas, du hast ja viele Jahre ganz normal gesehen und hast die Erinnerungen. Ja. Irgendeine Sehnsucht, was du sehr gerne nochmal sehen würdest wollen? Ja, ich weiß nicht, ganz viel gibt's. Ganz viel. Ich könnte mir vorstellen, dass du deine Kinder gerne richtig sehen möchtest. Ja. Ne? Du kannst ja nur tasten. Tasten und ich würde sie auch gerne sehen, wenn sie das spielen oder wenn sie was malen. Wenn sie was malen, dann zeigen sie es mir. Ich kann es nicht erkennen. Ja. Gibt es Momente, wo du mit deinem Schicksal haderst und sehr, sehr unglücklich bist und denkst, warum trifft es mich, nur mich, junge Frau? Und ja, also es gab schon sehr viele Momente, wo ich mir auch schon mal das Leben nehmen wollte. Aber dann hast du auch wie die Kinder. Dann denke ich wieder, du hast drei Kinder, mein Gott, das ist nun mal so, da musst du eben durch. Mhm. Und das Gute ist ja, dass deine Familie in der Nähe ist und dass du Hilfe bekommst. Ja, denke ich mir wiederum, was ist, wenn die dann nach einigen Jahren dann auch nicht mehr da sind. Also da ist schon eine große Angst vor der... Genau, ja.
Nun haben die Leute dir in der Uniklinik gesagt, man arbeitet irgendwie an einem Chip. Ja, man arbeitet. Und in fernen Zeiten könnte man einen Chip einbauen und dann ist die Sehkraft wieder da? Ja, kommt dann auch wieder darauf an, wie weit fortgeschritten meine Erkrankung dann ist. Das heißt, wenn das ganz schlimm ist, wird das vielleicht gar nicht mehr helfen mit dem Chip? Nee, glaube ich nicht. Hast du mit anderen Leuten Kontakt, die auch so eine Krankheit haben? Wäre das helfen? Also nur mein Bruder hat das noch, aber der lebt gar nicht mehr hier bei uns. Der lebt in Marburg. Ach so. Der hat da irgendwie ein Stipendium bekommen. Und ist das eine Erbkrankheit? Das ist irgendwie familiär bedingt? Ah ja. Das war aber vorher gar nicht so. Ich konnte normal sehen. Weißt du, ich meinte gerade auch so mit anderen Leuten, du hast auch mit Fremden keinen Kontakt, die diese Krankheit haben. Wäre das für dich interessant oder hilfreich, dich mit jemandem oder mit Leuten mal zu treffen, die auch diese Erkrankung haben? Ich weiß nicht. Ich höre manchmal so von Leuten, die ungewöhnliche Krankheiten haben oder schwere Krankheiten haben, dass sie so in diesen Selbsthilfegruppen, wo also andere sind, die das auch haben, immer gute Erfahrungen machen, weil da kann man sich austauschen und sollen wir mal gucken, ob wir irgendwas finden für dich, ob es vielleicht sowas gibt. Du wohnst in Köln? Ja. Und wenn wir was finden, dann kannst du ja entscheiden, ob du da vielleicht mal hingehst. Also ich weiß nicht, hingehen selber, ich kann schon gar nicht mehr allein einen Arztbesuch machen. Ist mir klar, da muss sich jemand fahren, ne? Entweder fahren oder richtig... sich an mich einhaken, das weiß ich was, weil ich selber kann es nicht mehr. Ja. Also ich weiß nicht, jetzt kann ich das schon gar nicht mehr. Wie soll ich das nach einigen Jahren können? Ich weiß nicht, also das ist ganz schlimm. Verstehen die, also die Kinder, die ein bisschen älter sind, also das Kleinste ist 3, sagst du, das kleinste Kind? Nee, das Kleinste ist 1,5. Ach, 1,5? Ach so. Noch sehr klein. Noch sehr klein. Also nicht mal mehr zum Spielplatz kann ich mit denen, ohne jetzt mein Mann oder wenn eine von meinen Geschwistern nicht da ist. Also Respekt, wenn du das alles, wenn du dennoch deinen Haushalt da schmeißt, also 2 so kleine Kinder, das ist ja nun wirklich nicht einfach. Nee. So, jetzt gucken wir mal. Und dann kannst du entscheiden, ob du das willst oder nicht willst. Wir rufen dich gleich nochmal zurück und dann sagen wir dir, ob hier irgendwas in der Nähe ist oder nicht. Ja? Okay. Und dann wünsche ich dir ganz viel Kraft und alles Liebe von ganzem Herzen. Danke. Liebe Thülei, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, und unser Thema heute Nacht heißt: Ich vermisse so sehr. Hier ist Anne. Anne ist 25 Jahre alt. Hallo Anne. Hallo Domian. Was vermisst du denn so sehr? Das Geld. Das Geld? Das ich einst hatte, ja. Dass du einst hattest? Genau. Wie viel hattest du denn? Ich habe mir 3000 Euro im Monat verdient durch die Prostitution. Ja. Und habe aufgehört, als ich jemanden kennenlernte. Ja, wie lange hast du als Prostituierte gearbeitet? 2 Jahre. Ja. Und wie lange bist du jetzt raus aus dem Geschäft? Seit Oktober letzten Jahres. Ja. Und der Grund ist, dass du einen Mann kennengelernt hast, der das nicht wollte, oder du wolltest nicht so in die Beziehung gehen als Prostituierte? Nee, ja genau, ich lernte ihn kennen, und ich hatte mir erzählt, dass ich halt als Prostituierte arbeite. Hast du ihm erzählt gleich? Genau, und wir waren noch 3 Monate da zusammen und das ging gar nicht mehr. Da, also entweder die Beziehung oder Prostitution. Natürlich habe ich mich da für die Liebe entschieden. Ja. Und jetzt wackelt das aber und ich lebe so extrem am Existenzminimum, dass ich denke, das Einfachste und Schnellste war auf diesem Wege wieder, also es ist auf diesem Weg wieder Geld zu verdienen. Also wackelt heißt, dass die Beziehung hat Risse. Genau, das ist super kompliziert, auch Fernbeziehung, altersmäßig und wie alt ist er? Kindermäßig. Er ist über 25 Jahre älter als ich. Und hat Kinder? Und hat ein Kind, die mich natürlich boykottiert. Und die ist ich habe ein Kind, das er boykottiert. Ach, du hast auch schon ein Kind? Ja. Und warum boykottiert er dein Kind? Weil ich natürlich in meinem jungen Alter eine Traumvorstellung habe von einem Ersatzpapa sozusagen. Kann ich natürlich nicht von ihm verlangen, aber... Zumindest er ist sehr streng zu ihr. Und wie alt ist deine Kleine? 2. Genau. Die nimmt er nicht, akzeptiert er nicht? Nee, es ist schon.
schon schwer. Er sagt, er vermisst die Zweisamkeit, zumal es ja was anderes ist, wenn die Kleine immer dabei ist. Verstehe. Und sein Kind ist wahrscheinlich in deinem Alter, oder? Nee, die ist 15. 15. Oh, das ist natürlich ganz schwierig. Die wird dich... Ja, das ist schwierig und auch die Fernbeziehung. Mhm. Und wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? 400. Ja, ist schon ziemlich weit. Mhm. Was machst du denn jetzt stattdessen beruflich? Ich habe mein Abi gemacht derzeit, als ich da mich prostituierte, und jetzt studiere ich. Ach so, du hast während der Prostitution dein Abi nachgeholt? Ja. Hey, Respekt. Und jetzt studierst du. Was studierst du? Psychologie. Aber noch ganz am Anfang. Ich dachte, ich habe schon gedacht, irgendwie Psychologie, Soziologie oder irgendwie so etwas. Ah, ja? Wie finanzierst du dein Studium im Moment? Ja, indem ich BAföG kriege. Indem du BAföG bekommst. Und nach dem neuen Hartz IV 350 Euro weniger als Alleinerziehende. Das ist der Hammer. Mhm. Und darum weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll, wenn mein Freund mich da nicht unterstützen würde. Das ist eine Belastung, weil ich eine selbstständige Frau sein möchte, die nicht auf seinen Taschen leben möchte. Und du hast vorher 3000 Euro netto verdient im Monat ungefähr? Genau, das merkte ich natürlich nicht, weil ich immer vieles sofort ausgab. Also, aber so in etwa war das schon. Ja. Hast du in einem Club gearbeitet? Nee, in einem Apartment. In einem Apartment, ja. Genau, aber da waren mehrere Frauen, es war ein ziemlich großes Apartment. Mhm. Wie hast du denn diese Arbeit empfunden? War das für dich, wie hast du es empfunden? Das habe ich ja vorher noch nie gemacht. Also als ich da anfing, war ich da absolut Neue. Mhm. Und insofern war das da für mich ein ganz schöner Lernprozess zu Anfang. Aber so nach einem... Ach schon, das ging ziemlich schnell. Hm. Nach einem Monat oder so war ich da drin und konnte das gut trennen. Ja, also du würdest nicht sagen, das hat dich angewidert, die Arbeit? Ach klar, man hat mich manches angewidert. Mhm. Und manches habe ich gemacht des Geldes wegen und manches aber auch nicht. Ne, weil dann du studierst Psychologie und wirst irgendwann sehr, sehr intensiv über diese Zeit nachdenken, die du jetzt dahinter dir hast oder vielleicht noch wieder vor dir hast. Was meinst du, welche Spuren alleine jetzt schon die Zeit als Prostituierte in dir hinterlassen hat? Spuren? Mhm. Das verändert also dich ja. Also extreme, ne? Also das Männerbild ist ziemlich rapide unten, weil ich bis auf Ausnahmen schon glaube, dass Männer, also auch was mein Kind, also der Vater des Kindes, also ich habe kein gutes Männerbild, auch gerade durch diesen Job damals nicht. Mhm. Und positiv, ich kenne mich natürlich exquisit in Sexualität aus und in den ganzen Praktiken. Seelisch denke ich, konnte ich das gut trennen. Also seelische Schäden, glaube ich. Ich habe schon so oft mit Prostituierten, mit Huren, darf man ja sagen. Gesprochen. Und da gibt es immer so die Fraktion, die das ganz so, wie du es gerade formuliert hast, die sagt, ich kann das absolut trennen und mir macht das nichts aus, das ist mein Job, Punkt aus. Ich will keine Beziehung hat, Domian. Ja. In einer Beziehung ist das der Hammer. Also da geht das überhaupt nicht. Man schläft mit anderen Männern und... Ja. Aber es gibt auch eben die anderen, die mit Beziehung oder auch ohne Beziehung, die sagen, ich bin da reingeschlittert, weil ich Geld brauche. Letztendlich nimmt meine Seele Schaden. Und ich finde, da ist das größte Alarmsignal, so schnell wie möglich da rauszugehen. Wenn man das selbst schon so wahrnimmt und sagt... Ja, eigentlich wollte ich ja auch gar nicht mehr daran arbeiten. Ne? Aber mir fehlt das Geld. Ja, dann, ich meine, ich bin auch jemand, der sein Studium durch Jobben... Ja, also ich habe ein Kind, du mir. Ist mir klar. Ich bin alleinerziehende Mutter. Arbeiten gehen? Ja, aber dennoch, du wirst nicht die einzige alleinerziehende Studentin sein. Und die anderen gehen auch nicht. Ja, aber die haben dann einen Partner. Nee, das wird's auch. Also, das lasse ich nicht zu. Aber das war so einfach. Ja, das ist es ja. Da musst du halt einen schwierigeren Weg gehen. Vielleicht ist es letztendlich für dich doch besser, auch für dein eigenes Selbstbild, wenn du es auf einem etwas schwierigeren Weg gehst, als wenn du jetzt wieder den leichten Weg gehst und prostituierst dich. Es ist auch vielleicht schwierig, deinem Kind das irgendwann zu erklären. Die Mama war Hure. Das wird sie wohl nicht erfahren. Sagst du jetzt? Irgendwann vielleicht doch. Mhm. Finde ich, muss man auch einbeziehen. Wenn man ganz alleine für sich ist, ist das noch wie ein anderes Bier, als wenn man ein Kind hat. Und das Kind soll ja auch keinen Schaden davon tragen. Nee, dass, nee, ne? Ich ging dann putzen derzeit. Ne? Sagte ich jedenfalls meinen Bekanntenkreis und so weiter. Also insofern, es kann gar nimmer zu
Gefahr werden für mein Kind. Ne? Weißt du? Einzig Sorgen hatte ich, als das Sozialamt oder irgendwas davon Kenntnis bekam. Oder ja, so. Ja. Da war die Gefahr drin, ne? Weil ich dann Angst hatte, die nehmen das Kind weg oder so. Mhm. Hast du da immer noch im Moment auch noch immer einen hohen Lebensstandard? Du bist ja doch sehr verwöhnt, wenn du so viel Geld immer hattest. Ja, und das ist es ja. Ja, aber das ist doch eine Frage der Selbstdisziplin, dass man das kann man doch runter trainieren. Man kann doch relativ gut leben, ohne und auf sehr viel Luxus verzichten dabei, auch wenn man den vorher gehabt hat. Domian, ich habe jetzt 300 Euro zum Leben, ganzen Monat für meine Tochter und mich. Gut. Von ich will 3000, also. Ich weiß. Ne? Dennoch will ich jetzt nicht sagen, okay, dann gehen wir wieder auf den Strich. Nee, so will ich es nicht sehen. Nein. Ja. Und das kriselt zudem mit der Beziehung, da haben wir jetzt gar nicht versucht. Genau, und dann ist die Gefahr nämlich noch größer, dass ich wieder anfange. Erstmal finde ich ja gut, dass du einen klaren Satz vorhin gesprochen hast. Ich habe mich für die Liebe entschieden und nicht für die Kohle und für die Prostitution. Rechne ich dir schon mal sehr hoch an. Ich würde es dir jetzt noch höher anrechnen, wenn du sagst, okay, jetzt ist die Liebe irgendwie kompliziert. Ich gehe dennoch nicht wieder in die Prostitution und ziehe mein Ding so durch. Wie auch immer. Der hat gut reden da im Fernsehen, denkst du jetzt. Ne? Na, ich weiß. Was willst du mal machen, wenn du mit dem Studium fertig bist? Arbeiten in dem Job. Ja, also in welchem Bereich als Psychologin? Hast du schon einen Therapeutin. Konkret? Therapeutin. Ja. Ja. Aber bis dahin sind es noch viele Jahre. Ja, wenn du dich... Das Studium. Aber du bist ja, ich merke, dass du eine sehr willensstarke Frau bist. Bestimmt. Ja, also wer sein Abitur nachmacht, habe ich schon mal Respekt vor. Da braucht man Selbstdisziplin für. Das ist viel schwieriger, als wenn man so satt und bräsig im Gymnasium sitzt und sich so von Stufe zu Stufe walzt. Und du hast nebenher viel Geld verdient, du hättest ja auch einfach nur ein Luxusleben führen können und alles einfach so laufen lassen können. Hast du nicht gemacht. So, nee, ich arbeite schon für meine Zukunft. So, und jetzt, ordentlich. Ja, und ich appelliere an diese disziplinierte Frau in dir. Weil ich glaube, ich witter das, dass du eine kernige Frau bist, die das auch anders irgendwie hinkriegt. Ich fände das, glaube ich, gut, wenn du es anders hinkriegen würdest. Also, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe noch ein bisschen Reserve, weil mein Freund mich da unterstützt und mir da so eine kleine Starthilfe gegeben hat. Und wenn das aufgebraucht ist und ich jetzt absolut keinen Weg mehr weiß, dann und auch keinen Job finde. Ne? Dann gehst du putzen, es gibt so viele Putzstellen. Habe ich auch gemacht. Und was sage ich meiner Tochter? Die muss gucken dazu, wie ich die Toiletten putze. Ja und? Ist das eine Schande? Ja, bin ich stolz. Ja, ach, genau, du mach mal einen Punkt. Also, du bist zu stolz, Toiletten zu putzen, aber gehst lieber als Hure arbeiten. Na, hör mal, was ist denn das? Ja, da habe ich einen Babysitter, ein junges Mädchen, die da aufpasst und da bekommt meine Tochter gar nichts von mit. Ne? Ja, aber ich finde es überhaupt keine Schande, wenn die Tochter irgendwann mitbekommt, meine Mama hat damals ihr Studium durch Putzen verdient. Überhaupt keine Schande. Ja. Also wirklich nicht. Dann wird die Tochter sagen, toll Mama, dass du das hinbekommen hast. Das wird die mit Sicherheit nicht sagen, wenn du ihr erzählst, ich habe als Hure gearbeitet. Dann wird sie sagen, ich hatte eine schöne Kindheit. Nein, Quatsch. Aber irgendwann wird sie das schon verurteilen, klar. Glaube ich auch. Denk darüber nach. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt mit dem Kind. So, ich fand es interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich auch. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst, dass du Karriere machen wirst. Dankeschön. Als gute Psychologin irgendwann. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Am Samstag ist mein prominenter Gast Hans Meiser. Und wenn ihr gerne mit Hans Meiser sprechen wollt, dann meldet euch doch jetzt am besten schon per Mail an unter domian@wdr.de. Samstag um 11:45 abends, 23.45 Uhr beginnt die Sendung hier im WDR Fernsehen. Hans Meiser, mein Gast. Heute heißt unser Thema, ich vermisse so sehr. Und dazu hat auch Barbara angerufen. Barbara ist 47 Jahre alt. Hallo Barbara. Hallo Domian. Was wirst du mir erzählen? Was vermisst du oder wen vermisst du? Mein Sohn. Er ist 1998 auf einem Waggon geklettert und hat einen tödlichen Stromschlag bekommen. Worauf ist er geklettert? Auf einem Waggon. Auf einem Waggon? Ja, ein Freund von ihm hatte einen Schlüssel hochgeworfen. Ja. Und er wollte den runterholen und ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall ist das wie ein Magnet gewesen, so hat man mir das hinterher erzählt. Weil dieses Starkstrom, das überspringt 1,50 Meter. Ja. Und dann ist er wohl angezogen worden und war sofort tot. Also Waggon heißt auf einem Eisenbahnwaggon. Mhm. Und war sofort tot? Ja. 1998? Ja. Wie alt war er? 12. Wie hast du es erfahren damals? Bitte?
Wie hast du es damals erfahren? Ja, per Telefon. Ich hatte, an dem Tag hatte mein Sohn Streit mit seinem Freund und darum bin ich erst als Letzter auf diesen Freund gekommen. Mhm. Und dann habe ich da abends um 11 angerufen und dann sagte die Schwester zu mir, haben Sie denn nicht gehört, der Jan ist explodiert? Und dann habe ich das gar nicht glauben können und habe eingehangen und in dem Moment schildert und dann kam die Polizei. Was heißt denn explodiert? Ja, so hat sie mir das gesagt, der wäre einfach explodiert. Was ist denn das für eine Frau? Wie kann man denn das so sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Und habe ich ihr auch sehr übel genommen, aber weil sie hätte das ja irgendwie anders sagen können. Ja. Ich meine, gut, sie war vielleicht auch unter Schock. Sie war zu der Zeit 18, 19 Jahre alt. Trotzdem. Aber trotzdem hätte man das irgendwie anders formulieren können. So, dann kam, klingelt es bei dir, da kam die Polizei und hat dir das gesagt. Ja, und die hat dann zu mir gesagt, sie hätte eine sehr schlechte Nachricht. Und dann habe ich diese Nachricht, die ich vorher gehört habe, wiederholt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist richtig. Hm. Und das war passiert um abends um 8 Uhr. Hm. Und die kamen um, wie gesagt, um 11 Uhr. Hm. Aber auch spät dann erst, ne? Ja. Ja, ich denke mal, die wollten vermeiden, dass wir da hinkommen oder was. Hm. Weil meine erste Reaktion war natürlich, dass ich sofort zu meinem Sohn wollte. Ja. Und dann hat er gesagt, das ging nicht, er hätte sehr schlimme Kopfverletzungen und ich durfte da auf gar keinen Fall hin. Hm. Hat er die Kopfverletzung durch diesen starken Stromschlag gehabt? Ja, ja, das ist im Kopf eingetreten und an der Füße wieder ausgetreten. Das heißt, du hast ihn auch nicht mehr gesehen? Doch, habe ich gesehen. Ich kannte dieses Beerdigungsinstitut, das war auch ein Schulfreund von meinem Sohn. Hm. Und die haben gesagt, sie werden gucken und wenn das eben geht, würden sie mir das erlauben. Hm. Und ich muss sagen, ich bin glücklich, dass ich ihn gesehen habe. Hm. Und äußerlich sah man gar nichts, weil er hatte immer so ein Käppi auf. Hm. Und das hat man ihm dann auch aufgesetzt. Hm. Und von daher konnte man gar nichts sehen. Hm. Ist das dein einziges Kind gewesen? Nein, ich habe noch eine Tochter, die wird jetzt 27 und einen Sohn, der ist 23. Ja. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man ein Kind verliert, Nein. wenn es stirbt. Ja. Nun sind einige Jahre vergangen, aber eigentlich sind auch nicht viele Jahre vergangen. Nein. Wie ist dein Schmerz? Mein Schmerz, würde ich sagen, ist etwas ruhiger geworden. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel, wenn das in den Juni reingeht, da ist der Todestag, in den Geburtstag, Weihnachten, mhm. dann geht halt jetzt schon los, dass ich schlecht schlafe. Mhm. Dann kriege ich Herzrhythmusstörungen. Da war ich schon zigmal beim Arzt, weil ich gedacht habe, ich sterbe. Mhm. Aber er sagt, das sei psychisch. Mhm. Ja, sicher, klar. Ja. Ja. Und dann hatte ich immer gedacht, vielleicht kommt der Freund ja mal vorbei und erzählt mir, warum sie da an den Gleisen gewesen sind. Mhm. Weil für mich ist das unbegreiflich, dass mein Sohn abends aus dem Haus geht. Also ich hätte nie gedacht, dass er um 7 Uhr nochmal weggeht. Das heißt, du hast mit dem Freund noch nie gesprochen danach? Nein, ja, ich habe mal mit ihm gesprochen, aber er hatte Angst vor mir. Hm. Meinst du, dass der Junge vielleicht Schuld hat, dass er deinen Sohn animiert hat, da was zu machen? Ja, ich denke zumindest, dass das in seinem Kopf drin sitzt. Aber der andere Junge war ja auch erst 12 damals, ne? Nee, der war 14. 14, naja gut, aber... Aber mein Sohn, der war bedeutend größer, der war schon zu der Zeit 1,76. Hm. Und ich denke mir, das war vielleicht das Schlimme. Hm. Sonst wäre es vielleicht gut gegangen. Hm. Wie lange hast du denn damals 1998 gebraucht, um überhaupt irgendwie wieder etwas im Alltag erledigen zu können? Ah, das ging monatelang gar nichts. Ich konnte weder kochen noch putzen. Das war mir total schnurzegal. Hm. Jedes Iselfizien, was von meinem Sohn übrig ist, sei es aus Toilettenpapier ein Ball, das hochte ich wie verrückt. Hm. Also seine Shampooflasche, seine Zahnpasta, all das habe ich immer noch. Hast du immer noch, hast alles aufbewahrt. Auch seine Kleidungsstücke von damals und Spielzeug. Seine Lieblingssachen, gut, die hat er jetzt an, aber sonst, das, was er sonst noch gerne angezogen hat, das habe ich noch hier. Alles andere habe ich dann natürlich weggegeben. Mhm. Gehst du oft zum Friedhof? Ich wohne direkt gegenüber vom Friedhof. Das heißt, du gehst oft hin? Ja, ich habe 68 Schritte bis dahin. Ah ja. Wie haben die anderen Geschwister das aufgefasst? Also meine Tochter ist jetzt seit 4 Jahren in Therapie. Mhm. Sie wird da sehr schwer mit fertig. Also sie hat wahnsinnige Verlustängste, weil ein Jahr vorher waren ihre 3 Freunde tödlich verunglückt. 3 Freunde? 3 Freunde, die sind mit dem Auto in eine Bewer gefahren und waren alle tot. Und dann ist das ein Jahr später dann praktisch mein Sohn. Und dann kriegt mein Mann Bypass-Operationen. Und ich denke mir, das ist alles durch diese Sache. Ja. Dein Mann lebt aber noch. Ja. Ja. Das kann natürlich sein, dass dein Mann sich das auch im wahrsten Sinne des Wortes so zu Herzen genommen hat, dass das Herz auch erkrankt ist. Ja, weil er spricht auch nicht so viel darüber. Er frisst das mehr in sich hinein. Mhm. Wohl. Mhm.
Und er sagt ja auch, für ihn ist das so, als wenn er das gestern gewesen wäre. Glaube ich. Glaube ich auch. Man sagt im ersten Moment, 1998 sind viele Jahre, aber du hast das gerade schön gesagt, du hast, glaube ich, gesagt, der Schmerz ist da, aber er ist irgendwie anders geworden. Ne? Ja. Er hat sich ein bisschen beruhigt, der Schmerz, aber der Schmerz ist da. Ja. Mhm. Jetzt ist leider die Sendung vorbei, Barbara. Ich würde aber dir gerne gleich nochmal meine Psychologin geben. Ich möchte dir noch eine Gruppe empfehlen, nämlich Verwaiste Eltern. Kennst du das? Ja, war ich auch gewesen. Warst du gewesen? Ich war ein Jahr bei den verwaisten Eltern und parallel dazu 3,5 Jahre in der Therapie. Dennoch rufen wir dich nochmal an. Einverstanden? Okay. Okay, alles Liebe. Wiederhören. Tschüss. Ihr Lieben, bis morgen. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.